dass ich deine Anfrage zur Audienz angenommen habe. Er denkt wirklich, er wäre ein König. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, das mache ich aus dem Stand. Digga! Was ist das denn, du? Hinter mir. Wie Scheiße habt ihr da recherchiert? Schnallt euch jetzt an, es geht um König Thomas. Die Leute, die nicht Bescheid wissen. Das hier, das, was ihr jetzt seht, das ist König Thomas. Der Typ oben links in der Ecke, das ist König Thomas. Und König Thomas ist aktuell dafür bekannt, dass er auf TikTok Livestreams macht, wo er sehr viel so einen Dauerloop von Mucke macht. Und dabei sitzt er da in seinem gebartigten, oversized Sachen in seinem kleinen Hobbystudio und spielt so ein bisschen mit. Und sagt Freddy, dass er keine Show machen soll. Also er lädt sich so andere Leute ein, die dann so mittanzen. Eine Million habt ihr! Telemedial, Telemedial, Kanal, Telemedial. Kanal, Kanal, Telemedial. Ja, das ist jedenfalls König Thomas, also nicht das jetzt, das ist Freddy. Und König Thomas ist der oben links. So. Also für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, ich habe das täglich auf meiner For You-Page drauf. Täglich. Ich sehe das jeden Tag. Ich wiederhole, ich sehe das hier, was ihr gerade gesehen habt, jeden Tag. Jeden Tag. Ganz viele im Chat schreiben, same. Also wirklich, wenn du das einmal angeklickt hast, du kriegst das jeden Tag vorgeschlagen. Der Typ ist praktisch jeden Tag live, hat jeden Tag Leute bei sich drin und es kommt immer derselbe Track, es ist immer derselbe Song, er spielt dazu und ich hab also wirklich jeden Tag auch so einen Ohrwurm, wow. Hin und wieder kickt so, einfach so ein Ohrwurm von diesem von dieser Melodie irgendwie so rein und ich kann das nicht mehr. Keine Ahnung. Jedenfalls König Thomas. Ihr fragt euch jetzt, warum König? Warum wow. heißt er denn König Thomas? Dieser Mensch, der hat eine Vorgeschichte und ich erkläre euch jetzt die Vorgeschichte. Er hält sich für einen König. Und jetzt denkt ihr, ja, der macht so einen Spaß, dass er mal sagt, hey, ich bin der King. Nein, 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 nein. So ist es nicht. So ist es leider nicht. Es ist so, dass er sich wirklich für einen König hält. Und dazu zeige ich jetzt einen anderen Clip hier. König Thomas, wie geht's? Herz 5, es ist nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Der Kollege Jackson rechts kommt gerade in den Stream rein und fragt den König Thomas, den Linken, und ihr seht, das ist eine königliche Hoheit, fragt er, wie es ihm geht. Und der König Thomas sagt direkt, das darf er nicht fragen, weil man stellt dem König keine Fragen. Darfst du nicht. Du darfst König Thomas keine Fragen stellen. König Thomas, wie geht's? Herz 5, es ist nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Sorry. Ja. Und was machst du? Ah, ich darf ja keine Fragen stellen, sorry. Genau, die Kommunikationsführung bleibt bei mir. Stattdessen gehst du erstmal in die Form und bedankst dich, dass ich deine Anfrage zur Audienz angenommen habe. Er denkt wirklich, er wäre ein König. Wow. Also ne, nur für die Leute, die am Anfang gedacht haben, so, ach so, der nennt sich einfach King Thomas. So, ist so ein Spitzname oder so. Ein bisschen überheblich. Nee, nicht ein bisschen überheblich. Vielen Dank, Thomas. Und dieses vielen Dank, Thomas, reicht ihm nicht. Er möchte, dass er das vernünftig sagt, dass er sich vernünftig bedankt, dass er Audienz beim König hat. Nein, du bedankst dich jetzt nicht. Du musst dich richtig bedanken jetzt. Vielen Dank. Ja, ein ganzer Satz. Einen ganzen Satz bilden. Guten Tag, der Herr. Ich bedanke mich bei Ihrer Majestät. Und? Für was? Für hier Ihre Gutherzigkeit. Ja, aber noch das ganz einfache Wesentliche. Für die Audienz wollte er wissen. Ich glaube, der Satz, den er gerne gehört hätte, ist: Danke, König Thomas, dass ich hier die Audienz bei Ihnen haben, bei euch haben darf. So. Das König Thomas. König Thomas ist aber nicht nur ein bisschen überheblich. Boah, Digga, ich habe schon ein paar gute Clips am Start. Ich freue mich richtig. Ey, das ist jetzt richtig so ein cooler König Thomas-Vibe hier. So, warte, ich habe nämlich noch einen Clip, weil König Thomas auch manchmal ein bisschen anders unangenehm ist, so auf anderen Art und Weisen. Nein! Nein! Das wurde gelöscht! Nein! Gib mir einen kurzen Augenblick. Hier haben wir jetzt König Thomas. Also das Ding ist, man muss sich halt vor Augen halten, die ganzen Leute, die da mit ihm streamen,
die da bei ihm in Stream so reinkommen, die machen sich natürlich über ihn lustig. Also es ist ja ganz klar, dass Leute nicht bei diesem, bei diesem König Thomas jetzt wirklich ernsthaft sagen, danke für die Audienz und ernsthaft so am Start sind, sondern die machen sich, also die verarschen den halt. Ne? Es ist also völlig obvious, dass der halt verarscht wird, wenn Leute sagen, ey, sorry, Herr König Thomas, alles gut, ich würde gern so und so. Genau, ich glaube auch, Chat, König Thomas ist über 60, genau. Der ist über 60 und ja, gucken wir einfach mal, was er so sagt. Du bist total berührt, du bist so. Danke schön. Du bist so eine wundervolle Person. Ich habe dich schon in so vielen Lives beobachtet, wie du wirklich mit allen Wassern gewaschen bist und scharfsinnig und immer liebevoll und freundlich. Ah nee, das ist gar nicht der Clip, den ich meinte. Der Clip, den ich meinte, da atmet er so ganz, ganz hart, ganz schwer. Du bist meine Korea-Königin. Du bist für mich die Korea-Königin des vereinten Heiligen Deutschen Königreichs bist du, auf jeden Fall. Das sagt er da in dem, also das ist ein anderer Clip von demselben Stream. Und da sagt er, das, was ich gerade gesagt habe. Leider ist der Clip nicht mehr aufrufbar. Vielleicht hat er den ja sperren lassen. Weiß ich nicht. Wäre Spekulation. Also, ihr kriegt einen Eindruck, wer König Thomas ist. Ihr kriegt so ein Gefühl dafür, was König Thomas einfach so für ein Typ Mensch ist. So, ne? Also es ist ein alter Mann, der irgendwie weirden Shit macht. Aber was ist denn der Hintergrund von König Thomas? Wie ist denn dazu gekommen, dass König Thomas überhaupt sich als König bezeichnet? So, der hat nämlich in den 90ern oder so, es ist lange, lange Zeit her, hat der Geld gemacht mit so Flirt- und Sex-Hotlines. Also mit so 0190er-Nummern oder so. Da hat der Kohle damit gemacht. Digga, ohne der Wikipedia-Beitrag von König Thomas. Das ist eine Achterbahnfahrt. Weil so geht's los. Und dann hat der einen Sender gekauft. Der hat Erotik-Clips produziert, glaube ich. Dann hat der einen Sender gekauft. Und auf diesem Sender gab es dann so Wahrsagerei und Kartenlegen und Esoterik und Hellsehen und so ein ganzer Quatsch. Und einfach mal, wir können mal gucken, einfach nur um so eine Impression zu bekommen. Zuerst war der Kanal irgendwie BTV hieß der und nachher hieß ein Kanal dann Kanal Telemedial. So, nur mal so für eine Impression, was da so abging. Wow. Ja. Mit dem Power. Und da ist der König? Edda Simmerling und Chiara Schubert. Also eine wilde Sendung irgendwie. Da haben die sich dann unterhalten über irgendwelche esoterischen Sachen. Und du konntest halt anrufen und Geld dafür bezahlen, dass dir irgendwie die Karten gelegt werden oder dass irgendwas gemacht wird. Und da haben die irgendwie ein bisschen auf Bongos rumgetrommelt oder so. Und ich glaube, hier ruft eine Frau an. Und ich hab's gar nicht richtig, mich hat's gar nicht richtig. Still werden im eigenen Herzen und Verstand. Man fühlt Frieden. Ihr kriegt einen Eindruck, was das so für ein Sender ist. So, es ist ein, ich sag mal, merkwürdiger Sender. Aber das wäre ja auch gar nicht schlimm, wenn es einfach nur ein merkwürdiger Sender wäre. Aber es gab dann halt sehr, sehr schnell auch Vorwürfe, dass das Abzocke sei, dass er da irgendwelche armen Leute abzocken würde. Was natürlich irgendwie nahe liegt, wenn du so ungeheuer hohe Preise nimmst für einzelne Anrufe oder pro Minute. Ich glaube, teilweise war es dann sogar pro Anruf irgendwie 30 Euro oder so. Also es war teilweise richtig, richtig viel. Und warte, ich habe hier noch eine Stelle von Valulis am Start. Angefangen hat er aber als Pornoproduzent und sehr erfolgreicher Betreiber von Telefonsex-Hotlines. Die 0190er-Nummern seiner Firma Telekontor hatten so viel abgeworfen, dass er sogar die Auffahrt seiner knapp 4 Millionen Euro teuren Villa beheizen lassen konnte. Imagine, du hast eine 4 Millionen Euro teure Villa. Also imagine, wie viel Geld der mit sowas gemacht hat,
wenn er eine 4 Millionen Euro teure Villa sich leisten konnte. Ja, Chat, really der. Really der. Ja. Überlegt mal, was das für eine krasse Masche war. Irgendwann kam dann Kanal Telemedial dazu, so eine Art Astro-TV. Da konnte man für nur 2 Euro pro Minute anrufen und sich beraten lassen. Oder eben beleidigen, wenn man Hornauer nicht mehr Geld gibt. Sagst, du konsumierst hier das Programm und sagst, das kannst du nicht zahlen, aber für Zigaretten hast du Geld. Du bist total unglaubwürdig. Für seine Weisheit. Digga, dann rufst du da an und gibst dem Geld. Und der beleidigt dich einfach, dass du ihm nicht noch mehr Geld gibst, Digga. Was ist denn da los? Verlangt Hornauer nämlich immer eine Gegenleistung. Oder wie er es nennt, Energieausgleich. In Form von Geld. Und wer nicht zahlt, kriegt dann sowas zu hören. Du bist ein echtes Opfer. Du bist ein echtes Opfer. Na? Nee, absolut. Du bist echt eine Flasche, verstehst du? Und die Flasche so. Digga, dieser Clip von Xavier, Digga. Der wird auch nicht alt. Wie es sich für einen echten König gehört, hat King Thomas natürlich. Wisst ihr, warum Xavier da so weint in dem Ausschnitt? Ich glaube, er weint, weil. Ich meine, weil von kleinen Kindern das Blut irgendwie abgesaugt wird und die werden getötet und deren junges Blut wird irgendwie dafür benutzt, damit reiche Menschen, die Elite, jung bleiben kann und irgendwie unsterblich bleiben kann oder so. Irgendwie, es ging, glaube ich, irgendwie um das Essen von Kindern oder um das Blutaussaugen von Kindern oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Bin mir nicht genau sicher, aber deswegen weint. Deswegen weint Xavier. Digga, was gucken wir uns hier alles an? Was ist das hier alles? Mann, Mann, Mann. Natürlich auch eine eigene Währung. Die Deutschmark. Mit der sollen emotionale Werte, die in unserer Gesellschaft kaum noch Beachtung finden, wieder sichtbar gemacht werden. Ha! Also ich nehme an, emotionale Werte. Die Deutschmark ist sogar schon bei TikTok angekommen. Haut die Deutschmark und die Emojis raus hier. Zahlen. Ich glaube, der ist sogar mittlerweile an dem Punkt, hat einen TikTok gesehen von diesem Freddy. Also Freddy ist so ein Dude, der regelmäßig bei ihm in den Streams damit dabei ist. Da gibt es auch dieses Meme, wo der Thomas sagt so, Freddy, keine Show, weißt du, dieses Ding, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, keine Show, Freddy, weiß ich nicht. Auf jeden Fall funny, aber da hat der Freddy, glaube ich, erzählt, habe ich heute auf TikTok gesehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der Thomas sozusagen den Chat schon komplett ausgestellt hat. Also nicht mal für Subs, also du als Sub kannst nicht mal schreiben, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, du musst wirklich Geld spenden, um auf dich aufmerksam zu machen. Was ja voll krass wäre. Also für ihn ist es wirklich jetzt so die neue Art, irgendwie Cash zu machen oder so, glaube ich. Aber ich glaube, das wird nicht so, so erfolgreich sein wie damals seine andere Geschichte. Naja. Jedenfalls hatte er dann zuerst diesen einen Sender, BTV, und dann diesen anderen Sender, Kanal Telemedial. Und dann, ja, wie man gerade schon gemerkt hat, er hat ein bisschen dünne Haut, ne? Also wenn man ihm dann irgendwie ein bisschen doof kommt oder so, dann beleidigt er sogar die Leute irgendwie da anrufen oder irgendwie seine Zuschauerschaft oder so. Aber er hat auch ansonsten ziemlich dünne Haut, weil ich habe einen Clip gefunden. Ey, das ist so funny. Warte. Da hat... Vielleicht kennt ihr anders. Massengeschmack TV? Massengeschmack TV von Holger? Heißt der Holger? Das ist ein super altes Video. Eigentlich, der ist älter geworden in der Zwischenzeit. Und er hat jedenfalls, das ist jetzt 10 Jahre her, das Video oder so, er hat ein Video über diesen König Thomas gemacht und über seinen Sender. Und das hat König Thomas nicht gepasst. Und dann hat König Thomas in der Live-Sendung bei dem Holger angerufen und gesagt, Digga, was laberst du Scheiße über mich? Wie geil ist das denn? Das ist die Kriminalität. Über die Kriminalität. Die Kriminalität. Bis dahin ist es schon gut, Digga. Eine kriminelle Weise, wie er über echte Abzocker herzieht.
Genau, er macht den Hoeneß, nur andersrum. Er ruft aus einer Sendung woanders an. Und den heiligen Senderkanal Telemedial mit in die Abzockrunde mit reinpackt. Danke für die Nummer, die rufe ich jetzt mal an. Naja, jedenfalls ruft er da an und sagt so, hey, kann ich mit dir reden? Und er sagt so, ja. Szene nicht gestatte. Und ja, auf einer anderen Ebene gerne. Was schlagen Sie vor? Dass Sie diese Dinge sofort rausnehmen, weil ich es Ihnen nicht gestatte. Und dass Sie inhaltlich Ihre oberflächlichen Recherchen korrigieren. Zum Beispiel? Müsste ich nochmal genau die Dinger angucken, aber Sie wissen ja, als was Sie mich alles bezichtigen. Wow. Hä? Also er ruft da an und weiß gar nicht, was er möchte so. Bezichtigen. Da sind Sie schlecht vorbereitet, wenn Sie mich anrufen. Wow. Und er fragt noch so, sind Sie schlecht vorbereitet, wenn Sie anrufen? Und er antwortet... Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, das mache ich aus dem Stand. Wow. Digga! Was ist das für ein Dude? Digga, wie geil das einfach ist. Er ruft einfach in einer Live-Sendung irgendwen an und sagt, hey, was laberst du so eine Scheiße über mich? Ja, was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung, bist schlecht vorbereitet. Ich bin gar nicht vorbereitet. Digga, was ist das? Warum? Warum? Ey, einfach ein krasser Typ. Sehr, sehr dünne Haut. Sehr, sehr dünne Haut, der Thomas. Weil er offensichtlich schon bei so ein bisschen Gegenwind die Leute anruft und Schwierigkeiten damit hat. Und es gab dann damals auch Schwierigkeiten, weil ermittelt wurde gegen ihn. Und es gab Vorwürfe, dass er irgendwie Mitarbeiter in Einzelgesprächen stundenlang Gehirnwäsche habe unterzogen. Oder dass da sektenähnliche Zustände sind bei seinem Sender oder so. Und ich kann jetzt mal einen Ausschnitt zeigen aus einem Video, was er selber sogar veröffentlicht hat. Wo man sich einfach denkt... Das ist aus einem... Ja, wir lassen es kurz sagen. Wir lassen... Jetzt, also das ist offensichtlich die Zeit dann gewesen, wo er gesagt hat, okay, jetzt lasse ich es lang wachsen. Das ist eine gute Idee, hat er gesagt. Und ey... Wenn er meint. So. Und dann geht er da in diesem Video so rum, in seinem neuen Office und geht so zu seinen Mitarbeitern hin und will die so motivieren, dass die auch gut sind, dass sie Bock haben. So, ich kenne das ja. Ich habe ja auch Arbeitnehmer, ich habe ja auch sozusagen Leute, von denen ich der Chef bin. Und deswegen finde ich das ganz inspirierend, wie er das macht, weil ich will mir dann ein Vorbild dran nehmen. Eine zahme Küken! Ich will Krieger, mit denen ich Millionen verdiene. Ich habe von mir Millionen eingesetzt hier, dass wir eine Milliarde draus machen. Ja? Und ich will keine zahme Küken, Ingo. Du bist ein wilder Krieger, ein junger Mann, oder? Das war ich aber schon immer. Ja, also, ja, dann lass mich doch nicht weichkochen hier. Ihr seid viel zu gemütlich. Ihr lebt in einer Komfortzone. Warte, hier geht er hinten noch zu einer hin. Ja, das ist schon mal das an den Adrenalin durch. Genau. Spannung ist nett, wenn ihn Krimi... Und er geht jetzt zu einer Frau hin und wie ihr merkt, also ihr könnt die ganz Feinfühligen unter euch, die so ganz krasse Psychologen sind und so super krass empathisch mit Körpersprache sind, aber nur die, die das sehr krass können, können jetzt vielleicht an der Körpersprache von der Frau, die jetzt gleich zu sehen ist, irgendwas ableiten. Aber es ist sehr subtil, kann man fast gar nicht sehen. Hier, oh, guck, was ist Spannung? Geben Sie mir Beachtsamkeit, wenn ich spreche. Ja, wir haben gerade vom Papier gelegen. Okay, was ist Spannung? Die hat so keinen Bock da drauf. Die hat so keinen Bock da drauf. Spannung. Wie kommen Sie zur Spannung? Ha, ja. Das ist jedenfalls so seine Art. Er läuft da noch so ein bisschen rum. Hier am Schluss geht er noch so auf den Boden kurz. Ja, und dann war das die Motivation und er geht wieder nach Hause. Also... Dieser Vorwurf, dass damals sektenähnliche Zustände waren, kann ich mir gar nicht vorstellen bei so einem Charakter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der irgendwie schlecht mit Mitarbeitern vielleicht umgegangen ist. Das kann ich nicht, also kommen wir jetzt nicht zusammen, wie das sein sollte. Keine Ahnung, keine Ahnung. Naja, jedenfalls gab es dann eine Durchsuchung und Staatsanwaltschaft hat irgendwie ermittelt wegen Betrugssachen in 1,5 Millionen Fällen oder so.
Also es gab schon einiges im Raum, wurde dann aber irgendwie, ich glaube, aus Fristgründen fallen gelassen oder so, weil das irgendwie schon zu lange her war oder weil man irgendwie nicht hinterhergekommen ist oder so. Ach nee, da habe ich auch einen Clip zu. Ja. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der Clip ist auch weg. Boah, da ist ja aber jemand gerade viel am Löschen. Wer ist denn da gerade so viel am Löschen? Es gab dann noch eine andere Story, nämlich, dass er Bürgermeister werden wollte. Ich glaube mehrfach. Er hat sich mehrfach zur Wahl gestellt. Immer richtig krass gescheitert. Also so sehr wenige Stimmen bekommen. Und dann hat er bei einer Bürgermeistergeschichte war er dann irgendwie viermal zu Gast bei irgendeiner Veranstaltung, die eine Zeitung gemacht hat. Also eine Zeitung hat gesagt, hey, wir laden hier mal alle Bürgermeister Kandidaten ein oder machen eine Podiumsdiskussion oder so, weißt du, sowas. Und da haben sie Thomas eben auch mit eingeladen und da war er irgendwie viermal da. Und was hat Thomas danach gemacht? Was hat Thomas danach gemacht? Was glaubt ihr? Ihr werdet überrascht sein. Oh ja, ja, jemand im Chat hat's geschrieben. Jemand im Chat hat's geschrieben. Er hat 300.000 Euro einklagen wollen. Er hat gesagt, ich war als Lebensberater, Künstler und Unterhalter vor Ort. Und mein Honorar ist halt sehr hoch. Und deswegen möchte ich 300.000 Euro von dem Verlag haben, wo die das veranstaltet haben. Ja, ist er natürlich auch dran gescheitert. Also Richter hat gesagt, nee, fick dich. Und dann ist er in Berufung gegangen, ist zum Oberlandesgericht, hat gesagt, das kann doch nicht sein, ich muss doch meine 300.000 Euro hier bekommen. Und das Oberlandesgericht gesagt, Digga, bitte geh nach Hause, lass das. Und dann war das Ding durch. Auch sehr, wow. sehr sad. Aber ich habe noch drei Clips. Ich habe noch drei Clips. Ich habe noch einen Clip. Digga, der ist so stupid. Der ist halt diese Mischung aus stupid und dünne Haut. Also der kommt halt nicht damit klar, wenn Leute über ihn sagen, dass er stupid ist. So, hier haben wir jetzt eine Aussage von ihm, die lasse ich einfach mal so stehen. Hallo. In YouTube wurde mir eine Frage gestellt und zwar, ist Corona ein kollektives Karma? Ganz klar, ja. Kann man einfach mal so sacken lassen, nur falls sich Leute fragen, warum vielleicht Leute, die ihr kennt, gestorben seid. Ihr wisst von Thomas jetzt, das ist eine Karma-Geschichte gewesen. Das ist ganz klar eine Karma-Geschichte gewesen. So ist das mit dem Karma. So ist das. Er hat auch, ich glaube, bei einer Querdenker-Demo hat er sogar, soll er Geld bezahlt haben, 5.000 Euro, damit er bei Querdenkern auf der Bühne sein darf. Also Zielgruppe völlig klar, hat auch ganz weirde Sachen über Lockdown und Masken gesagt. Also sehr, sehr weirde, so querdenkermäßige Vibes an der Stelle. Aber, so, und er war auch bei Krömer. Und da gibt es ein paar Ausschnitte, die relativ funny sind. Ein paar. Hast du die Maske abziehen können? Oder, Ich habe sie ja gefragt, ob sie mich sehen wollen. Ja, das ist aber sehr schön, dass da der Name draufsteht, falls ich ihn vergessen sollte. Ja. Dann fangen wir. Ey, ist so schade, dass Krömer die Sendung nicht mehr macht, weil das war so strong, Digga. An Eure Majestät, Sie leben in einer Villa, haben Bedienstete. Ich traue mich dessen König jetzt gar nicht zu fragen, aber sind Sie wohlhabend? Ja. Millionenschwer. Ich definiere meine Wohlhabendheit nicht über mein Kapital. Wieso erinnert verdächtig an Steffen Ostwald, findest du auch? Ich finde auch, da gibt's Parallelen. Da gibt's definitiv Parallelen. Aber ich glaube, Stefan Ostwald wäre gern dieser Thomas. Thomas Hornauer heißt er eigentlich. Über mein innerer Reichtum. Ne? Aber Sie sind Multimillionär. Also in Cash schon lange nicht mehr, weil ich gesagt habe, das Kapital muss im aber Fluss Sie sind, bleiben. Sie haben doch, haben Sie doch selber gesagt, dass Sie Multimillionär sind. Ja, aber das ist 20 Jahre her.
Ey, es kann echt sein, dass der sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen hat, ne? Das könnte literally sein. Weiß ich nicht. Aber wenn der sagt, in Cash hat der schon lange keine Million mehr, klar, der kann Dinge in Unternehmen gesteckt haben. Aber wenn er Privatgeld mal hatte, das dann wieder in Unternehmen steckt, das dann wieder rauszieht, das ist einfach, wird sozusagen dann doppelt besteuert, das wäre auch stupid. Also das wäre kein smarter Move, so. Und das da haben Sie Multimillionen jetzt aus Fenster oder was? Ja, was ich habe ein Lichtkristallzentrum gebaut. Und, was haben Sie gebaut? Ein Lichtkristallzentrum. Was man so macht. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal ein Lichtkristallzentrum gebaut habt. Als ich mein letztes Lichtkristallzentrum gebaut habe, da ist auch, also das hat schon in Cash reingehauen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hat schon, das ist teuer. Ist ja auch, hat ja viel mit Strom auch zu tun, weil da viel Licht ist und Licht und Strom gehen auch einher mit der Energie. Es sind ja auch Energie-Vibes, die da energetisch sind. Insofern ist schon was. Akustisch oder? Was das? Ein Lichtkristall? Ihr wisst nicht, was ein Lichtkristallzentrum ist? Mensch, Leute. Da sind Lichter und Kristalle. Das ist ein Zentrum und da sind Lichter, aber auch, also Kristalle, die mit Lichtern sind da. Beides. Fakt ist, Sie sind ja mit 090er Astro und Sex-Hotlines in den 090er Jahren reich geworden. Wie viel ist da bei Rumikon? Haben Sie da in Wikipedia geschaut? Nee, das haben wir recherchiert. Hinter aber mir, wie scheiße habt ihr da recherchiert? Der ist so salty in dem Interview. Der ist so richtig salty. Sie sind mit 090er Nummern zum Multimillionär geworden. Kann man sagen, ich habe mit Service-Nummern viel Geld für Service-Nummern, aber den Schwerpunkt meines Geschäftsumsatzes. Service-Sex? Nein. Im letzten Sommer sind Sie auch auf mehreren Großkundgebungen der Querdenken-Bewegung aufgetreten mit einem einstündigen Tanz-Animationsprogramm. Es heißt, Sie hätten Ballweg 5000 Euro. Ballweg ist so ein Querdenken. So ein leitender Dude von Querdenker. Euro für einen Auftritt bezahlt. Wer hat da wen verarscht? Eure königliche Naivität. Der ist so tilted in dem Interview. Also der Krömer hat so seine Buttons gepusht, hat ihn so gefickt in dem Interview. Der wusste irgendwann gar nicht mehr, was er sagen soll. Ich finde es so schade, dass das ganze Interview nicht da ist. Ich muss mal nachfragen, ob ich das kriegen kann. Nach dem Verlauf habe ich jetzt keine Lust darauf zu antworten. Boah, Digga, der wurde so gefickt in diesem Interview. Ich habe ganz, ganz losen Kontakt zu dem Produzenten der Sendung. Friedrich Küppersbusch heißt er, glaube ich. Doch, bin mir ziemlich sicher. Ja, Friedrich. Kann man nachfragen, ob es die Sendung noch, ob er die noch mir mal schicken kann. So, ein letzter Clip zum Abschluss, damit wir einfach König Thomas einmal im Herzen abschließen. Ich sage Ihnen das so, dann sind Sie vielleicht auch zufrieden. Das sind Viertelwahrheiten, Halbwahrheiten, Achtelwahrheiten und so weiter. 16. 32. Aber die Tatsache ist, ich bin verharmlost. In Wirklichkeit bin ich noch viel schlimmer. Ach so. Ja, natürlich. Ja, dann haben wir doch. Ja, dann haben wir doch. Was reden wir denn hier in einer halben Stunde? Wenn du sagst, du bist viel schlimmer, ja, dann ist es doch auf den Punkt gebracht. Ich habe ja gesagt, wir finden einen Kompromiss. Aber das war ich nicht. Und das ist das Gemeine. Aber Sie sind ein schlimmer Mensch. Das haben Sie ja gerade zugegeben. Ja, auf jeden Fall bin ich schlimm. Total. Das ist viel schlimmer als das, was ich vorlese. Viel. Ja. Und damit schließen wir dieses Thomas-Thema mal ab. Also dieser Thomas ist halt ein Typ, der ist nicht, der weiß, wie er seine Aufmerksamkeit kriegt, ist auf anderen Ebenen aber sehr, sehr stupid und hat eine sehr, sehr, sehr dünne Haut. Also sehr dünne Haut. Also ich glaube, der hat so eine dünne Haut, dass ich mir literally vorstellen könnte, dass wenn ich das jetzt hier irgendwie auf Schlumpf hochlade, dass ich dann einen Brief bekomme, wo drin steht: Nimm das runter, du Sohn. Weiß ich aber nicht. Aber es gibt nur einen Weg, das rauszufinden.
Für die Wissenschaft kann man das ja jetzt mal machen und auf Schlumpf packen. Und dann, dann finden wir raus, ob es Abmahnungen hagelt. Und dann wird sich rechtlich gefightet. Ich glaube, ich bin da rechtlich clean. Ich muss nur immer sagen, guck mal hier oben, das hier ist die Quelle. Hier oben ist immer der Link und das ist die Quelle und damit ist alles cool. Dann ist alles cool. Ja, ist Satire. Ich habe ja nur ein paar Sachen. Nee, ist alles okay. Ist alles okay.